Oczywiście, no do ciebie mam pieniądze, nie? Jakie pieniądze? No, pieniądze mam. No, ja o wszystkim myślę sobie. Pieniądze, że na kawie twoim myślą, o wszystkim. No i kawie? Ci muszę zapłacić, nie? Coś zapomniałeś. Wszystkim zapomniał. Nie zawierzysz mnie na wizbach. Du bist mir langsam gefährlich mit deinem Gedächtnis. Von weit von dieser Höhe hat man gesehen, hier so ziemlich übertrieben steil und tralala, gell? Jetzt gucken wir nachhinein, wird das Gletscher flächer, siehst du das? Da. Und da kommt der Pissbull eher flächer. Und von dem her ist es nur noch reine Enttäuschung zu Hause. Ciebie w tym zajlu ten to się zmieniamy, to jemu po tym, to każe poprosić. Ja, ja, ja po tym, bo jemu ten ruksak chyba tak ciężki. Nie, nie, ale... Albo ciebie na twoje rzeczy weźmie ruksak, możesz, możesz poszlak ode mnie. Co ty, a co ty masz tam na, naszego wspólnego? Ich bin da, erstmal vorsichtig. Du weißt nie, wie lange wir da überhaupt brauchen jetzt hier um ihn. Ja, das, da lassen wir wohl steil. Da warten wir jetzt einfach mal gehen und gucken, ob was. Also mal ziehen wir den Arm drüber hin, dann kannst du den Tag ein bisschen mehr laufen gehen. Schon wieder beim Pinkeln. Das muss man dann mal festhalten. Ja, diese Höhe ist klar, da muss ich sein. Ist leichte, weißt du? Das, das Wasser ist drin, oben. So, jetzt haben alle ihre Ausrüstung angelegt. Ja, fast. Noch nicht ganz, aber geht schon noch. Aber sind wir ja dran. Alle sehen noch zufrieden aus. Schöne Gletscher da, ist es natürlich beeindruckend. Passt. Spuren sind vorhanden, wie man sieht. Gott sei Dank. Den werden wir jetzt folgen. Ja, wenn wir Schnee gehen, haben wir wieder Probleme gehabt. Also wir müssen rechts und dann irgendwie nach links überschreiten. In der Mitte rechts. Und dann in den Sattel und dann links der oben. Der Sattel ist ganz hinten, ja? Ja, ja, der ist so, weißt du? Wird nachher so sein. Aber erstmal muss man da hinlatschen, das geht noch weiter. Also den Gipfelkreuz sieht man
Und ist noch heiß. Ja, ziemlich heiß. Da kommen die Spalten nachher, das sieht man von hier. Die gehen so vielleicht mal 10 Meter neben. Ich habe schon eine erwischt heute. Schafft? Unser Führer Adrian hat das bisher gut gemeistert. Wir sehen nicht, wie lange genug. Wir schätzen einfach mal ein Drittel. So, Georg ist auch noch fit. Er ist der letzte Mann. Den letzten Bein sind die Hunde. Man sieht, dass wir die Strecke, die wir zurückgelegt haben. So, und jetzt kommt ein steiles Stück. Das wird jetzt etwas anstrengender. Aber man sieht das Ziel, der erste Berg. Das harte Stück ist überwunden. Ja, man sieht, wir sind ein ganzes Stück näher gekommen. Bisher gute Arbeit von Adrian. Er hat uns sicher geführt. Alle sind noch glücklich. Also das ist wieder mal ein positives Lebenszeichen von uns. So, da oben gibt es dann Kuchen. Weiter. Eyline. Wunderschön. Schönes Wetter. Besser kann man es gar nicht haben. Super Wetter. Keine Wolke in Sicht. Und das Ziel erscheint immer näher. Unglaublich. Alles Silvretta massiv. Das ist die Belohnung für die Anstrengung. Schwierige Zone. Einige Spalten, die Adrian detektiert hat. Oh, das wollen wir nachher, das schneiden wir nachher aus. Aber wir sind gleich oben am Sattel und dann sollte der Gletscher enden. So, das ist ein wenig kritisch. Mit dem Eispickel kommt man immer tief rein. Jetzt haben wir gerade ein ordentliches Stück geschafft. Jetzt sind wir auf den Sattel. Aber wie man sieht, immer noch alles voll mit Schnee und Gletscher. Und wir sehen das Kreuz, das Ziel. Ist nicht mehr weit. Ganz hinten, das ist das Silvretta-Horn. Nein, das ist Knotin. Das ist Silvretta-Horn. Okay.